In Westland ist es in diesem Sommer ungewöhnlich heiß und trocken. Eigentlich ideale Bedingungen für das neue große Projekt des Ordens des Futura, den Bau eines gewaltigen Ordenszentrums in direkter Nähe vom neuen Institut in Greyville, worin die Räumlichkeiten des Ordens bislang untergebracht waren. Das reicht von den Sitzungssälen bis hin zu eben solchen neuen Forschungseinrichtungen, die in vielerlei Hinsicht jeden bisher bekannten Rahmen sprengen. Doch es gibt nicht nur helles Sonnenlicht über der Baustelle, sondern auch Schatten, die allerdings nur diejenigen sehen können, die mit dem Projekt und seinen Einzelheiten vertraut sind. Zu ihnen gehören die beiden Angestellten des Ordens, Philipp Schacht und Maurice Dupont, die an diesem Abend wieder einmal Abkühlung und Entspannung beim Angeln im nahen Greyville vorbeifließenden Katzenfluss suchen. Doch finden wird sie der lautlose Tod. Kannst du nicht einmal still sitzen bleiben, Philipp? Die Barsche sehen dich ja schon einen Kilometer weit. Wie sollte da überhaupt einer beißen? Die beißen, verlass dich drauf. Mit meinen neuen Ködern können wir bald ein ganzes Fischrestaurant aufmachen. Also für mich sehen die aus wie stinknormale Regenwürmer. Dann geh mal zum Arzt. Hier, hast du schon mal einen Regenwurm mit Augen gesehen? Tatsächlich, ganz klein, aber hey, sieht der mich etwa an? Vielleicht will er dich fressen und nimmt schon mal Maß. Na toll. Aber dein Eimer war doch vorhin noch nicht so voll von dem Gewimmel. Also entweder wachsen die Köder oder sie vermehren sich wie die Fliegen. Psst, da ist einer. Ein Wurm? Quatsch, ein Barsch. Hey, und was für einer. Oh, er hat angebissen. Pass auf. Ja, du hast ihn. Oh, wow, was für ein Brocken. Rein damit in den Fangeimer. Aber hey, deine Würmer sind schon wieder mehr geworden. Die quellen ja auf wie die Hefe beim Bäcker. Ist doch geil, Mann. Ich habe sie im Institut selbst gezüchtet. Wenn die sich weiter so prächtig entwickeln, melde ich sie als Superfischköder ganz groß zum Patent an. Im Institut? Weiß der Professor davon? Oder ein anderer vom Orden? Spinnst du? Sowas ist laut Dienstvertrag strikt untersagt. Aber ich habe aufgepasst, Alter. Und wobei? Aber kein Wort zu niemand. Ich habe die Handvoll Würmer, die ich aus meinem Garten mitgebracht habe, heimlich 10 Minuten unter die neue Bestrahlungsdusche von Professor Futura gelegt. Du meinst die, die erst in der Testphase ist? Die das Erbgut von Zitteraalen verändern soll, damit sie... Ja, bist du denn total durchgeknallt? Blödsinn! Wir brauchen endlich Resultate! Futura, Laura und die anderen quasseln ja nur noch den ganzen Tag lang. Und die Arbeit bleibt liegen. Aber wir brauchen Erfolge, um leben zu können. Das überlass mal schön den Wissenschaftlern, die... Die reden und reden und reden, weil dem einen nicht passt, was der andere sagt. Nein, Alter, meine Würmer werden zuerst das Angeln und dann den Fischfang auf der ganzen Welt also besser machen, indem sie sich in den Fischen erst festsaugen und sie dann mit ihren Stromschlägen töten. So ein Unsinn. Pass lieber auf, Philipp. Was denn, Alter? Ich sehe noch keinen neuen Fisch, also mach hier nicht die Welle. Nein, Philipp, kein Fisch. Da an deinem Hals. Jetzt in deinem Ohr. Jetzt reg dich endlich ab. Ich habe mir heute wie jeden Morgen die Ohren gewaschen. Na, und... noch einer. Mensch, Philipp, du bist ja voll davon. Die Würmer kriechen aus deinem Eimer und an deinem Arm hoch. Ach was, jetzt hör auf mit... Hey, weg! Weg mit euch, Biestern, zurück in den Eimer mit euch. Siehst du? Der Nächste ist dir gerade ins Ohr geschlüpft. Ich spüre nichts. Aber weißt du was? Ich habe die Lust am Angeln verloren. Weg mit euch, Viechern. Ab ins Wasser mit euch. Hey, Barsche, hier kommt der Nachtisch. Hey, hey, hey. Du kannst doch nicht einfach... Du siehst doch, dass ich's kann. Und ich kann auch viel mehr. Ich... Was ist denn los? Du kannst hier nicht mehr gerade stehen. Komm her. Lass mich, Alter. Wo bist du überhaupt? Warum dreht sich alles so... Ruf mit dem Handy um Hilfe. Halt aus, Philipp. Lass mich, Alter. Mein Kopf. Jetzt hör auf, dich zu sträuben. Hier, hey, auf die Bank. Hey, Maurice. Was? Sieh doch nur. Ja, hallo. Maurice Dupont hier. Ein Notfall. Bitte schicken Sie schnellstens einen Wagen zum Katzenfluss. Ortsausgang Greyville Süd. Wir warten bei der alten Grillhütte. Die Sterne, Alter. Sieh nur die ganzen Sterne, wie sie... Wie bitte? Wie sie funkeln und... tanzen. Ob mein Begleiter betrunken ist? Und Sie hätten erst in einer halben Stunde einen Wagen frei? Jetzt hören Sie mal gut zu. Mein Begleiter ist der Sohn von Professor Futura. Wir führen hier inkognito streng geheime astronomische Experimente durch und er hat sich... Wie? Der Wagen ist in 3 Minuten da. Wehe nicht, mein Freund, wehe nicht. Sie winken, Alter.
Die Sterne winken uns zu und wir sollen kommen. Sie warten auf uns. Hey, alte Sterne, wir beamen uns hoch. Philipp, komm zu dir, Philipp. Bleib bei mir, gleich kommt schon Hilfe. Du kannst jetzt doch nicht einfach die Kurve kratzen. Da kommt schon der Notarztwagen. Als der Rettungswagen nach knapp 2 Minuten eintrifft, kann der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Maurice muss mit auf die Polizeiwache, um seinen peinlichen Irrtum zu erklären. Und von dort geht unmittelbar eine Meldung an das neue Forschungsinstitut, wo der Tote vom Fluss am anderen Morgen Hauptgesprächsthema in der Frühstückspause ist. Guten Morgen zusammen. Gibt es schon wieder was Neues von diesen neuen Würmern? Noch mehr Tote etwa? Mal den Teufel nicht an die Wand, Lara. 3 rätselhafte Fälle in einer Nacht reichen ja wohl auch fürs Erste. Hast du die Akte? Geliebt, wenn ich daran erinnern darf, dass ich Laura den Vorgang heute Nacht bereits 2-mal digital zugeleitet habe, zuletzt aktualisiert vor genau 13 Minuten und 57 Sekunden. Reg dich ab, Mimo. Jetzt haben wir ihn eben einmal digital auf unseren Lesegeräten und einmal schwarz-weiß auf Papier. Es soll Leute geben, die diese altmodische Art der Informationsaufnahme immer noch vorziehen. Ach, ist das so? Tidilit! Dann aktualisieren sich Papierblätter auch von selbst, wenn es neue Entwicklungen gibt? Mimo, wir wissen ja alle, dass sich dein inneres Gleichgewicht nach deinem Umbau durch den Professor... Umbau? Ein altes Haus baut man um oder ein altes Fahrzeug vom Schrottplatz. Einen superintelligenten Roboter der Serie Alpha 7 Omega baut man nicht um, sondern hyperoptimiert ihn zu einer kybernetischen... Mimo, mein lieber Mimo, falls ich dir irgendwie zu nahe getreten sein sollte, dann tut mir das leid. Und ich entschuldige mich auch selbstverständlich dafür. Aber du musst uns schon sagen, was es ist. Warum habe ich so etwas geahnt? Warum konnte der Professor ihn nicht einfach als Bordcomputer im Silbervogel lassen und musste ihn unbedingt zu einer mobilen, überall einsetzbaren, kybernetischen... Sorry, Mimo, nicht Umbau natürlich, sondern... wie war das noch? Ihr braucht euch keine Mühe zu geben. Eure Worte verraten euch. Ich bin in euren Augen nur... Also, bei aller tiefen Ergriffenheit, Leute, aber wollten wir nicht, bevor gleich der Professor kommt, über die Ereignisse dieser Nacht reden, die ich mir dafür um die Ohren geschlagen habe? Da, genau das meinte ich. Für euch bin ich... Sorry, Mimo, aber wenn der Professor gleich kommt und wir noch keine Ergebnisse haben... Guten Morgen. Ja, Lara, was ist dann und was haben Sie inzwischen über die rätselhaften Todesfälle und Amokläufe dieser Nacht herausgefunden? Guten Morgen, Professor. Tanja, Junior, wir haben gerade... Ruhe, Mimo, jetzt reicht's langsam. Ich wollte ja auch nur melden, dass soeben aus der Notaufnahme der Paracelsus-Klinik in Greyville der 7. und der 8. Todesfall in Folge Wurmbefall gemeldet wurden. Außerdem hat die Zahl der Amokläufer die 1000 überschritten. Haben Sie das auch schon auf Ihren Papierblättern stehen, Miss Lara? Ab jetzt spricht Mimo nur noch, wenn er darum gebeten wird. Und dann mit einer Stimme, die Steine zum Weinen bringen könnte. Zuerst bemüht sich Lara, Jan Tenners und Lauras Tochter und vielversprechende Wissenschaftlerin, um eine Zusammenfassung, nachdem sie nach den ersten Schreckensmeldungen noch am späten Abend vom Professor mit der Bildung eines Untersuchungsstabs beauftragt worden ist, der die erschreckenden Vorfälle aufklären soll. Denn schon früh besteht der Verdacht, dass die rätselhaften Todesfälle ihren Ursprung im Institut haben könnten. Futura zur Seite steht nun wieder als eine alte, neue Assistentin Tanja,
deren Aufgabe nach ihrem Unfall von Laura übernommen und ausgefüllt wurde. Dies wurde unter ihrer Hinzuziehung entschieden, auch weil Laura ihre Aufgabe künftig eher in der Verwaltung des Ordens des Futura an Jan Tenners Seite sieht. Des Seniors, versteht sich. Denn Jan Tenner Juniors Aufmerksamkeit gilt seit ihren Erwachen im Bergland Westlands fast uneingeschränkt der atemberaubenden Frau, die vom biologischen Alter her zwar seine Mutter hätte sein können, jedoch tatsächlich seit ihrem Unfall keinen einzigen Tag mehr gealtert war. Zwischendurch in einer für normale menschliche Sinne unerfahrbaren Welt. Also nochmals zusammen. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Meldung, dass der Tote vom Fluss, ein gewisser Philipp Schacht, hier im neuen Institut beschäftigt war, und zwar als Wachmann, suchte ich seinen Freund Maurice auf, der den Notarzt gerufen hatte und auch hier arbeitete. Auf dem Polizeirevier, nehme ich an. Genau, Professor. Man wollte ihn über Nacht dort behalten, um ihn gleich heute Morgen von einem Polizeipsychologen nochmals vernehmen zu lassen. Als ich jedoch seinen Zustand sah, beschloss ich, ihn zur Beobachtung lieber mit hierher in unsere eigene Krankenstation zu nehmen. Sein Zustand? Ja, er machte auf mich einen reichlich verwirrten Eindruck. Und manchmal verzog er sein Gesicht wie unter heftigen Schmerzen. Einmal, als er glaubte, ich sehe es nicht, griff er sich mit beiden Händen an den Kopf. Wohin da genau, Lara? An den Kopf eben. Ich weiß wirklich nicht, was das... An die Schläfen, Tanja. Und zwar so, als ob er sie eindrücken wolle. Sie haben eine Röntgenaufnahme von seinem Schädel veranlasst, Lara? Natürlich, Professor. Und eine Mehrschicht-Computertomographie, obwohl es sie gar nicht mehr gebraucht hätte. Was hast du entdeckt, Schwesterherz? Ach, na, wenigstens einer, der mich an diesem furchtbaren Morgen lieb hat. Aber es gibt überhaupt nichts zu lachen. Der Kopf von Maurice Dupont ist voll mit Würmern. Aber das ist ja furchtbar. Der Kopf dieses Mannes voll mit Würmern? Das heißt also, er war doch befallen wie sein Freund Philipp. Ihm ist auch so ein Tier ins Ohr gekrochen und weiter zu seinem Gehirn. Und der arme Kerl weiß das, Lara? In seinen klaren Momenten kann er durchaus eins und eins zusammenzählen, Mutter. Die Diagnosecomputer zeichnen ununterbrochen seine Hirnströme, soweit man davon auch sprechen kann, auf und versuchen sie zu analysieren. Außergewöhnliche Aktivitäten werden sofort an Andromeda gefunkt, die im Rahmen ihres Programms ohne Zeitverlust entscheiden kann, ob und wie reagiert werden muss. Experimentieren Sie etwa immer noch mit Ihrer Blechkrankenschwester, Professor? Dürfte ich fragen? Jetzt nicht, Mimo. Ihnen auch einen guten Morgen, General Forbert. Ob der so gut ist, wird sich noch zeigen. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer bei den Wurmbefallenen bei... Kidelit! 9, General. Danke, Mimo. Du bekommst die neuesten Daten ja immer gleich zugefunkt. Wenn ich mir vorstelle, was für ein langer Papierkram dazu nötig gewesen wäre, um... Vorsicht, General. Ganz dünnes Eis. Ach, was, fangen Sie jetzt nicht auch noch an? Wären unsere Flüsse zugefroren, dann wäre uns diese Heimsuchung wahrscheinlich erspart geblieben. Soll heißen, General? Meine Männer haben, Tanja, auf die Aussage dieses Maurice Dupont hin, dass sein feiner Freund den Eimer mit den mutierten Regenwürmern in den Katzenfluss gestoßen habe, die ganze Gegend um den Fluss abgesucht. Uferböschung, Wanderwege, angrenzender Wald. Und sind nur im Wasser fündig geworden, General? Genau, Tanja. Wir müssen damit rechnen, dass sich die Biester schon bis in die größeren Flüsse verbreitet haben, in die unser Katzenfluss führt. Und nicht nur das. Sie verändern sich. Was sagen Sie da, General?
Ich komme gerade aus meinem Hauptquartier, genauer gesagt aus meinem Labor, wo meine Armeewissenschaftler die zuletzt gefangenen Würmer untersuchen. Dabei... Könnten Sie das bitte wiederholen, General? Oh-oh. Bitte ganz schnell die Sicherheitsgurte anlegen und Schutzhelme aufsetzen. Ja, Sie glauben doch nicht, dass ich noch einmal Ihre Labors benutze, Professor, solange hier der Willkür Tür und Tor geöffnet sind. Oder konnte Ihr Sicherheitsmann Philipp Schacht etwa nicht nach Herzenslust seine verbrecherischen Experimente anstellen und harmlose Regenwürmer in gefährliche Monster verwandeln? Also General, das geht nun aber wirklich zu weit. Noch weiß niemand, wie dieser Schacht sich Zutritt zum streng bewachten Bestrahlungsraum verschaffen konnte. Da haben wir es. Ihr Institut ist ein Sicherheitsrisiko, Professor Futura, und muss geschlossen werden. Sie sind ja... Ich bin nicht gewillt, mir diesen haarsträubenden Unsinn noch länger anzuhören. Sie waren mit Ihrem Bericht noch nicht fertig, Lara? Bitte fahren Sie fort. Ich werde... Auf Wiedersehen, General. Das... Ja, ja. Lara, wir waren bei unserem Patienten und da verstehe ich einiges nicht. Nämlich, wenn alle anderen... Also bisher 9 von den Würmern befallenen Menschen innerhalb kürzester Zeit starben, geschieht das jetzt nicht mehr und die Betroffenen werden stattdessen wahnsinnig und laufen Amok. Wir wissen von weiteren mindestens 2187 Infizierten, die entweder von sich aus die Polizei riefen oder sich durch ihr wahnsinniges Benehmen verraten haben. Gerade eben ist der 2212. auf einer nach Süden führenden Landstraße aufgegriffen worden. Und falls es in dieser illustren Runde jemanden interessiert, werden es laut meiner bescheidenen Hochrechnung bis zum Ende dieses Tages bereits über 10.000 sein, mit exponentiell steigender Tendenz. Eine Invasion! Dieser Philipp Schacht war ein Agent von Ostland, mit dem sie eine neue Waffe bei uns eingeschleust haben, um uns alle dahin zu raffen. Das reicht, Professor. Bei aller langjährigen Verbundenheit, ich kann dem nicht länger tatenlos zusehen. Das dürfte dein Handy sein, Lara. Nur kein Neid, Tanja. Ja, Andromeda? Unsere kybernetische Krankenschwester. Was gibt's? Boah, nerv jetzt nicht, Mimo. Aber? Unserem Patienten geht es sehr schlecht. Andromeda rechnet mit dem Schlimmsten. Ha! Er will sich feige aus dem Staub machen, bevor er uns seine Hintermänner verraten kann. Ich werde ihn auf der Stelle... Was sind Sie nur für ein Unmensch, General? Der Patient möchte mit Jan sprechen, sonst niemanden. Es scheint wichtig zu sein. Mit mir? Ich wüsste zwar nicht, wie ich ihm helfen sollte, aber... Nicht du. Er will mit Vater sprechen. Er scheint wieder kurz bei sich zu sein, aber seine Lebensfunktionen haben stark nachgelassen. Vielleicht will er noch etwas loswerden, bevor es zu Ende geht. Gehen Sie schnell, Jan. Lügen will er uns auftischen, uns zum Narren halten. Ich werde... Ja, General, Sie werden, und zwar auf der Stelle, mein Institut verlassen. Das wüsste ich aber. Als Mitglied des Ordens des Futura habe ich uneingeschränkten Zutritt und... Gehen Sie jetzt, General, bevor ich mich vergesse und Sie in eine Ratte verwandle. Sobald wir mehr über die Gefahr durch die Würmer wissen, werden wir in einer außerordentlichen Sitzung über Ihren Status im Orden beschließen. Und nun gehen Sie mir aus den Augen. Jawohl, ich gehe. Aber nur unter Protest. So was auch. Wutschnaubend verlässt General Forbert das Institut des Professors und vorläufigen Sitz des Ordens des Futura, in den er nach seiner Rückkehr nach 30 Jahren im Nirgendwo als Ehrenmitglied aufgenommen wurde. Für ihn steht fest, dass es sich bei der Wurminvasion um einen gezielten Anschlag des von der übrigen Welt abgeschotteten Ostland handelt. Und er ist entschlossen, dieser Bedrohung mit militärischen Mitteln Einhalt zu gebieten. Jan Tanner ist inzwischen der Bitte von Maurice Dupont gefolgt, und erleichtert den bereits älteren Mann, obwohl körperlich in erschreckendem Zustand, so doch geistig wach vorzufinden. Bei ihm ist Mimo, der neben dem Krankenbett schwebt, aber nur Antennen für Andromeda hat, die kybernetische Pflege- und Diagnoseeinheit, die Jan in knappen Worten über den Zustand des Patienten informiert. Mr. Tanner, sind Sie es wirklich?
Für Sie, Jan, Maurice. Ich habe sie oft hier gesehen, Jan, aber nie gewagt, sie anzusprechen. Wie oft habe ich meinen Kindern, sogar meinen Enkeln, von ihren Abenteuern erzählt und... Sein Puls steigt, Mr. Tanner. Er darf sich nicht noch mehr aufregen. Nein, Mimo. Ich gebe mir Mühe, Schwester. Maurice, Sie wollten mir etwas mitteilen. Was ist es? Ja, Jan. Wie Sie wissen, ist mein Kopf voll mit diesen... Würmern. Wir überlegen, ob wir versuchen könnten, diese Eindringlinge durch intensive Mikrowellenbestrahlung abzutöten, Mr. Tanner. Warten aber noch auf das Okay von Professor Futura. Und könnten Sie vielleicht Ihrem Begleiter sagen, er solle aufhören, mich mit seinen Antennen abzutasten? Du lässt bitte deine Antennen von der Schwester Mimo. So, Maurice, bitte entschuldigen Sie, ich bin ganz Ohr. Nur das nicht, Mr. Tanner. Jan, Sie wissen ja über meinen Freund Philipp und das, was er getan hat, Bescheid. Er hat für das, was er getan hat, mehr als gebüßt, Maurice. Insgesamt sind bisher 9 Menschen durch die Würmer gestorben, die er gezüchtet hat. Nur um auf eine perverse Art mehr Glück beim Angeln zu haben. Und Sie fragen sich jetzt, warum die Befallenen nicht mehr einfach sterben, sondern wahnsinnig werden wie ich? Sie sind nicht wahnsinnig, Maurice. In diesem Augenblick nicht, aber das kann sich mit jeder Sekunde ändern. Darum hören Sie zu. Sein Puls, Mr. Tanner, seine Atemfrequenz. Jetzt nicht. Tide. Du auch nicht, Mimo. Sprechen Sie, Maurice. Versuchen Sie dabei, ruhig zu bleiben. Sie dürfen sie nicht töten. Die Würmer in Ihrem Kopf, aber... Sie leben... Jan! Natürlich leben sie. Und sie sind dabei, in ihrem Kopf zu wachsen und ihr Gehirn zu zerquetschen, bis sie tot sind wie ihr Freund Schacht und all die vielen anderen, Maurice. Inzwischen sind es schon wieder 3.199 Befallene mehr. Es geht schneller voran, als wir dachten. Die Tiere sind überall. Keine Tiere. Was dann? Sie sind intelligent, intelligente Mutationen, die nur leben wollen. Sie sind noch wie Kinder und wollen nur lernen und leben. Und Maurice, sind Sie sicher, dass Sie... Ich bin noch ganz klar, Jan. Als Philipp diese Wesen erschuf und auch als sie, geleitet von den elektrischen Strömen unseres Gehirns, in sein Ohr krochen... wuchsen sie noch unkontrolliert und töteten die Menschen, ohne es zu wollen. Denn sie nahmen sich dadurch ja die eigene Nahrung. Mr. Tanner, der Patient steht kurz vor dem Kollaps. Wir verlieren ihn. Er bittet Zugang zu seiner Akte und zum Lebenserhaltungssystem. Bei dir spielen ja die Elektroden verrückt. Er bitte außerdem Zugang zur kybernetischen Einheit Andromeda. Also da. Jan... Diese Wesen stehen miteinander in Verbindung. Alle. Sie tauschen sich mittels elektrischer Impulse untereinander aus und lernen. Sie wissen, dass keine Menschen mehr sterben dürfen. Denn sie leben von den elektrischen Strömen ihrer Gehirne. Also haben sie reagiert und begonnen, sich zu vermehren und zu verkleinern. Wobei... der riesig gewordene Mutterkörper in Energie zerfiel und den viele neuen, winzigen Nachkommen erste Nahrung gab. Leider werden die meisten befallenen Menschen dabei in den Wahnsinn getrieben. Woher wollen Sie das alles wissen, Maurice? Sie haben es ihm gesagt, Jan. Schwester Andromeda, vielleicht sollten Sie Mimo doch wieder von den Computern trennen. Offenbar bekommt ihn... Wo denken Sie hin, Mr. Tanner? Eine kybernetische Hochinstanz wie Mimo von der Lösung des Falles trennen, das wäre, bitte entschuldigen Sie, eine unglaubliche Dummheit, wie sie nur Menschen in den Sinn kommen kann. Mimo, du bist eine Nervensäge. Bitte, Jan, mit mir geht es zu Ende. Die Welt faltet sich um mich zusammen. Bitte lassen Sie nicht zu, dass die neuen Wesen getötet werden. Sie wollen leben, genau wie wir. Und sie wollen
in Frieden mit uns leben und eines Tages... Seine Stimme erstirbt. Jan, zu meinem Ohr. Er möchte, dass ich mein Ohr nah an seine Lippen bringe. Kann ich das verantworten? Ja, Jan. Ich übernehme persönlich die Verantwortung für das Risiko. Also gut. Hier bin ich, Maurice. Was wollen Sie mir noch sagen? Als Jan Tenner zu seinen Freunden zurückkehrt, ist die Stimmung nach wie vor angespannt. Rings um das neue Institut hat General Forbe tatsächlich schwere Panzer auffahren lassen und ein Ultimatum gestellt. Sollte der Verräter Maurice Dupont nicht bis Mitternacht ausgeliefert sein und Professor Futura die Schlüssel des Instituts als Zeichen der Aufgabe einem Herold übergeben haben, will er den gesamten Komplex im Namen der nationalen Sicherheit von seinen Elitetruppen stürmen lassen. Jan fällt es immer schwerer, der Diskussion zu folgen. Er fühlt sich merkwürdig schlaff und hat immer öfter auch das Gefühl, dass sich seine Wahrnehmung der Welt verbiege und verzerre. Außerdem quälen ihn plötzliche Panikattacken, die er nur schwer unter Kontrolle halten kann. Natürlich ahnt er, welchem Umstand er das zu verdanken hat, und wartet nur auf einen geeigneten Moment, um unter einem Vorwand zu verschwinden. Die neuesten Meldungen machen es ihm nicht gerade leichter. Unterbrechen wir unsere Sendung für eine wichtige neue Meldung des Krisenstabs. Demnach ist vor wenigen Minuten das 10.000. Opfer des nach wie vor rätselhaften Parasitenbefalls aufgegriffen worden, als es sich schreiend und wild um sich schlagend am Boden wälzte. So wie es aussieht, steht ein Eingreifen der Armee minütlich bevor. Dieser Idiot! Was glaubt Forbit, in welcher Zeit wir leben? Hat er durch Zweistein und andere Verrückte nichts gelernt? Irgendwie verstehe ich ihn, Professor. Er hat seinen Eid darauf geleistet, das Volk von Westland vor allen Gefahren zu schützen. Und so, wie die weltpolitische Lage nicht erst seit heute ist... Nimm es mir bitte nicht übel, Laura, aber das sehe ich anders. Da sind wir aber gespannt. Meine Herrschaften, ich weiß nicht, was diese Aggressivität soll, die bereits seit heute Morgen deutlich spürbar ist. Der Wurmbefall scheint nicht die einzige Epidemie zu sein, die sich breit macht. Professor, ich wollte niemandem zu nahe treten, aber auch ich kenne unseren General gut genug, um zu wissen, dass er seine Drohung verdammt ernst meint. Mhm. Der Nationale Sicherheitsrat kann ihn nicht aufhalten. Ja, ja, aber... Man wird ihm eher noch den Rücken stärken, weil man ebenfalls an einen Anschlag von Ostland glaubt. Was meinen Sie dazu, Jan? Seitdem Sie von Ihrem Krankenbesuch zurück sind, haben Sie kaum ein Wort gesagt. Sie gefallen mir gar nicht. Wo ist übrigens Mimo geblieben? Er ist noch zu Konsultationen in der Klinik geblieben und wird... So, jetzt sage ich euch mal was. Ja, Jan? Tanja hat vollkommen recht. Es wird so lange nichts passieren, wie wir hier reden und reden und reden. Forbett wird das Institut stürmen und so wie er drauf ist, uns alle unter Arrest stellen. Und das dürfen wir nicht zulassen, Professor. Natürlich nicht. Tanja und ich werden das Institut durch einen der geheimen Ausgänge verlassen und Forbets Weltkriegsarmee den Saft abdrehen. Dazu genügt es ja heute schon, die digitale Befehlsstation lahmzulegen. Lächerlich. Westland heißt noch lange nicht Wilder Westen. Ich halte die Idee für gut, Lara. Ich bin dafür, bitte aber jetzt um Verständnis, wenn ich mich für eine Stunde zurückziehe. Das Gespräch mit Dupont hat mich mitgenommen. Deshalb bist du so still, Jan. Bist du sicher, dass dich der Professor nicht untersuchen soll? Aber ja, Laura. Andromeda,
ist ja auch noch da und Mimo. Und euch viel Glück, Tanja und Jan Junior. Sollte es hart auf hart kommen, ist General Grimes auf eurer Seite. Er hat sich von Forbit distanziert. Seine Freunde schauen Jan Tenner schweigend hinterher, als dieser, sichtlich geschwächt, den Raum verlässt. Tanja kann Professor Futura trotz dessen Bedenken dazu überreden, Jan Junior und ihr sein Superserum zu injizieren, das ihnen für maximal 5 Stunden Superkräfte verleiht, wobei es bei ihr die ohnehin schon vorhandenen außergewöhnlichen Fähigkeiten noch weiter verstärkt, was ein nicht unerhebliches Risiko in sich birgt. Futura hat zum Glück genug anderes im Kopf, um lange zu diskutieren. Und Laura ist viel zu besorgt um ihren Jan, um einen Einwand zu erheben. Durch einen geheimen, selbst General Forbit nicht bekannten Ausgang gelangen Tanja und Jan ins Freie. Der Nachthimmel ist sternenklar und die Luft entsprechend kalt. Oh, der Professor hätte in sein Serum ruhig noch eine Heizfunktion einbauen können. Aber Tanja, wenn ich bei dir bin, brauchst du doch keine Heizfunktion. Träum weiter. Aber wenigstens hast du mich heute zum ersten Mal zum Lachen gebracht. Ist es so schlimm? Es ist noch schlimmer, Jan. Was weißt du? Wir müssen schnell handeln und dürfen keine Zeit mehr verlieren. General Forbit muss ausgeschaltet werden. Er ist fest entschlossen, das Institut notfalls mit Hilfe seiner Kampfpanzer zu stürmen. Das ist also kein Bluff? Aber so durchgeknallt kann er doch gar nicht sein. Und ob, Jan? Ich habe mir nichts anmerken lassen, aber ich habe die ganze Zeit schon seine Gedanken gelesen. Forbit will spezielle Lager errichten für alle Wurmbefallenen, die seine Leute aufgreifen oder die sich hilfesuchend an unsere Krankenhäuser wenden. Was? Er will sie wegsperren? Unschuldige Menschen, die es schon schlimm genug erwischt hat? An das, was du jetzt denkst, darfst du nicht einmal denken, Jan. Er ist nur verzweifelt und will absolute Quarantäne, damit es mit den Neuansteckungen so bald wie möglich aufhört. Die Lage ist absolut außer Kontrolle und viel schlimmer, als wir zuerst gedacht haben. Und das weißt du alles aus Forbits Gedanken? Und denen einiger Offiziere, die bisher vergeblich protestiert haben. Dort unten zwischen den Panzern, das große Zelt. Ist das ein Kommandozelt? Ja, Jan. Und wir werden ihm jetzt unseren Besuch abstatten und ihn aus dem Verkehr ziehen, bis eine Lösung gefunden ist. Mimo und seine neue Flamme arbeiten mit Hochdruck daran. Was? Mimo ist... verknallt? In die Robotschwester etwa? Dann spinnt er deshalb den ganzen Tag so herum. Das soll vorkommen bei verliebten Jungs. Du liest auch meine Gedanken, Tanja? Warum fragst du? Bist du etwa auch verliebt, Jan? Was? Ein gebildete Zicke. Junger Schnösel. Jetzt aber runter. Wir landen zwischen den beiden Panzern dort. Halt! Ja. Wer da? Aber das ist doch... Wir fliegen in deinem Unsichtbarkeitsschirm, Tanja. Wie kann er uns dann sehen? Im Dunkeln. Landen und identifizieren Sie sich, oder wir eröffnen das Feuer. Unsere Panzer haben Sie in der Zielerfassung. Gib mir die Hand, Jan, schnell! Gegen Kugeln und Granaten schützt uns auch mein Energieschirm nicht. Was hast du? Quassel jetzt nicht! Deine Hand! Ja. Panzerbesatzungen, Feuer aus den Maschinengewehren. An General Forbit. Feindliche Aktion, vermutlich aus dem Institut. Bitte Befehle. Halt dich fest, Jan. Das wird ein wilder Ritt. Schon wieder? Na, bist du wahnsinnig? Du reißt mir den Arm aus. Jetzt jammer nicht drum, solange es nur der Arm ist. Während Tanja mit Jan, beide geschützt durch ihren körpereigenen Energieschirm, alle Mühe haben, durch waghalsige Flugmanöver den Salven aus den MGs zu entgehen, bereitet sich Tanner Senior ebenfalls auf einen harten Kampf vor. Vielleicht den härtesten seines Lebens. Er wusste von Anfang an, dass ihn Maurice mit seinen Jungwürmern infizieren und deshalb wollte, dass er sein Ohr dicht an seinen Mund brachte. Da er aber glaubte zu wissen, was der Sterbende, der so lange tapfer durchgehalten hatte, damit bezweckte, war er das Risiko eingegangen und hatte schon Minuten später gewusst, dass er nicht mehr allein war. Ebenfalls durch einen der geheimen Ausgänge verlässt er, statt einen Ruheraum aufzusuchen, das Institut und injiziert sich aus seinem eigenen Notbestand eine Dosis Flugserum,
um an einen Ort zu kommen, wo er ungestört ist. Er spürt, wie ihm die Kräfte schwinden und der Wahnsinn nach ihm zu greifen beginnt. Und an das, was sich in seinem Kopf breiter und breiter macht, versucht er gar nicht zu denken. Das war verdammtes Glück. Fast wäre ich abgestürzt. Das Serum scheint sich schneller aufzubrauchen als normal. Es scheint nicht nur so, Jan. Es ist so. Was ist das, Mimo? Hast du vergessen, Jan? Du hast Andromeda und mir erlaubt, dir winzigen Chip ins linke Ohrläppchen zu implantieren, über den wir jederzeit mit dir Kontakt halten und notfalls helfen können. Umgekehrt bleiben wir über deine Fortschritte auf dem Laufenden und können... Ich hatte es tatsächlich vergessen. Das war vorauszusehen, Jan. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Andromeda und ich haben als neue kybernetische Superinstanz alles im Griff, wie ihr Sterblichen zu sagen pflegt. Wir Sterblichen? Bist du jetzt... Ah. Was hast du, Jan? Ist es das, was wir denken? Die Würmer... Die Würmer in meinem Kopf. Du kannst sie hören? Das ist doch ein guter Anfang, Jan. Du kannst mich mal mit deinem guten Anfang. Alles verschiebt sich. Ich kann mich nicht mehr halten. Was ist passiert, Jan? Bist du etwa gefallen? Wie kommst du denn darauf? Ich hab mich nur hingelegt. Die Hauptsache ist, dass du das zu einem positiven Ende bringst, was Maurice Dupont begonnen hat. Er besaß offenbar als erster der Befallenen die Gabe, mit den Würmern in seinem Kopf zu kommunizieren. Und er glaubte, du kannst es auch. Und darum hat er mir ein paar von ihnen ins Ohr gespuckt? Ich spüre, wie sie sich in meinem Kopf bewegen. Sie erdrücken mein Gehirn. Sie... Das ist jetzt sicher nicht schön für dich, Jan. Aber da musst du durch. Andromeda und ich drücken dir ganz fest die Daumen. Ah, Mimo. Du kannst mich mal mit deinem Daumen... Ihr habt ja gar keine... mein Kopf... Du hältst jetzt die Klappe, Mimo. Ich muss versuchen, mich zu konzentrieren. Ich fürchte, du überschätzt dich, Jan Tenner. Du bist nur ein Mensch und wir wollen doch nur dein Bestes. Ein Messer. Hier auf dem Boden. Jan, was hast du vor? Was willst du tun? Was? Ich beende alles. Hörst du uns? Ja, ja. Hört auf damit. Ich höre euch. Aber ihr bringt mich um. Das ist nicht unsere Absicht. Ihr bringt mich um. Was müssen wir? Ihr tötet uns Menschen. Wir müssen einen Weg finden. Wir brauchen euch zum Leben. Aber nicht zum Sterben. Deshalb habe ich euch ja aufgenommen, um mit euch... Ah! Was macht ihr? Wo ist die Welt? Warum löst sie sich auf? Du wirst es verstehen. Dich nicht mehr. Ihr habt uns angelogen. Ihr fresst unsere Gehirne. Zuerst kommt der Wahnsinn, dann der Tod wie bei Dupont. Wir zählen an euren Gehirnen, wenn du das meinst. Aber
Das muss aufhören. Hört sofort auf. Du darfst dich nicht wehren. Du musst dich öffnen. Das könnte euch so passen. Ah. Du musst kämpfen. Ah. Davon aus. Eure Zukunft. Und unsere Zukunft. Hört auf. Hört bitte auf. Dann haben wir alle verloren. Wenn du jetzt stirbst, sterben alle. Aber wenn du lebst, werden alle leben. Und wir werden... Ah, ich war so dumm. Ich glaubte, zusammen mit euch einen Weg zu finden, um... unsere Gehirnströme und damit unsere Gedanken. Ihr seid Vampire. Gedankenvampire. Aber nein, du denkst nicht mehr logisch. Ich denke klar genug. Mir lag doch noch irgendwo das Messer, mit dem ich mein Ohr, mit dem Chip... Du willst dich töten und damit uns alle... Ah. Ah, was macht ihr mit mir? Ah, meine Hand, mein Arm. Gravel herrscht indessen noch immer der Ausnahmezustand. Bevor die Panzer das Feuer auf Jan und Tanja eröffnen können, schaltet sich überraschend General Forbit ein und befiehlt seinen Soldaten über Lautsprecher, bis auf weitere Befehle nur Warnschüsse abzugeben. Daran, dass er weiterhin entschlossen ist, Punkt Mitternacht das Institut stürmen zu lassen, lässt er keinen Zweifel. Dann ist die Stunde der Entscheidung gekommen. Sie haben Ihren Energieschirm um das Institut aktiviert, Professor Futura. Das war zu erwarten. Aber ich kann Ihnen versichern, dass der Schirm zwar Strahlen abprallen lässt, jedoch keine Kugeln, geschweige denn Panzergranaten. Deshalb fordere ich Sie ein letztes Mal auf, das Institutsgelände auf der Stelle zu räumen. Ziehen Sie sich zurück, General Forbit. Dies hier ist keines Ihrer geliebten Manöver auf dem Truppenübungsplatz. Sie sind dabei, nicht nur mein Forschungsinstitut anzugreifen, sondern den Orden des Futura selbst. Dieser wird mit all seinen Mitteln zurückschlagen. Sie wollen mir drohen, Professor? Mir, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte von Westland? Ich befürchte, Sie unterliegen einem tragischen Irrtum, Forbit. Grimes? Wo zum Teufel stecken Sie und was... General Grimes ist hier bei mir und seit unserem Verschwinden vor 30 Jahren der neue Oberkommandierende der Streitkräfte. Er wurde bisher noch nicht wieder von Ihnen abgelöst. Und als Ihr Oberkommandierender befehle ich allen Soldaten den sofortigen Rückzug in ihre Kasernen. Ich werde morgen zu Ihnen sprechen. Das ist Hochverrat! Eröffnet das Feuer, Männer! Alle Panzer volles Rohr auf das Institut! Die Männer sind klüger als Sie, Forbit. Ergeben Sie sich und ich sichere Ihnen eine faire Verhandlung zu. Gebt Feuer, Männer! Sie ziehen ab. Die Panzer ziehen sich zurück. Nicht alle, Jan. Da! Einige rollen vor und richten ihre Kanonenrohre auf das Institut. Ja, dann gehorchen Sie Forbit nicht, Grimes. Du musst etwas tun, Tanja. Ich? Oh, du bist doch die Stärkere von uns beiden, Tanja. Panzer 107 und 212, Feuer! Du hast recht, Jan. Ja, ja. Was zum Teufel ist das? Das sind fliegende Panzer, General. Haben Sie noch nie welche gesehen? Aber, jetzt verstehe ich. Tanja mit ihren neuen telekinetischen Fähigkeiten. Wo stecken Sie, Tanja? Lassen Sie sofort meine Panzer los. Das ist Hochverrat. Ihre neuen Panzer haben doch Schleudersitze für die Besatzung, General. Ja, natürlich. Aber... Dann gehorche ich natürlich Ihrem Befehl. Das ist Sabotage! Dafür bringe ich
Tifons. Kriegsgericht, General Forbett. Darüber wollte ich ja auch mit Ihnen sprechen. Nehmt ihn fest, Männer. Aber das ist ja... Hochverrat, General. Mindestens. Jan, Tanja, da sind Sie ja. Ich beuge mich Ihrem gemeinen Verrat. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Sie werden sich... Hier kommt Mimo. Wie elegant er fliegen kann. Professor Futura hat wirklich gute Arbeit geleistet. Uraxevoti, Ovioinakano, Ineova, Nabraxo. Was war das jetzt, Tanja? Was meinst du, Jan? Na, du hast in einer unbekannten Sprache geredet, wie schon mal. Unsinn, das wüsste ich doch. Wir waren bei Mimo. Er sieht aus wie eine fliegende Mimose. Aber er blinkt total aufgeregt. Das wird noch die Aufregung von der Belagerung sein, Jan. Da, die Panzer rücken ab. Nein, Tanja, es muss etwas anderes sein. Hör doch nur, wie verzweifelt er ist. Ein bisschen übergeschnappt mehr. Er will was? Ich wollte es nicht, Tanja. Das musst du mir glauben. Er will sich das Leben nehmen? Wo ist er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Aber ich kann dir den Kursvektor geben, die Richtung, in die er von hier aus geflogen ist, um ganz ungestört mit seiner Wurmintelligenz reden zu können. Ungestört, sagst du? Du denkst das Gleiche wie ich, Jan? Ja, Tanja. Und jetzt weiß ich, wo ich ihn finde. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Kümmere du dich um Professor Futura. Er wird dich jetzt brauchen. Soll ich nicht lieber mitkommen, Jan? Nein. Ich denke, das wird eine Sache für Vater und Sohn. Und wer kümmert sich um mich? Deine Freundin Andromeda natürlich. Dein Vater macht einen furchtbaren Fehler, Jan. Die Wurmintelligenzen sind nicht böse. Sie wurden durch einen Zufall geschaffen und suchen sich nur ihren Platz in dieser Welt, neben euch. Mit maximaler Geschwindigkeit jagt die Antenna Junior in Richtung der Friedensberge. Jan ist auf das Allerschlimmste vorbereitet, als er vor der halb offen stehenden Tür landet. Er stürmt hinein und sieht seinen Vater in furchtbaren Schmerzen verkrampft am Boden liegen, mit den Fingern beider Hände das Messer umklammert, das er sich in den Hals stechen will. Vater, was tust du da? Lass das sein, hörst du? Mein Junge, du musst mir helfen. Uns allen helfen. Und dafür mich töten. Ein Dreck werde ich tun. Her mit dem Messer. Nein, das Böse ist in mir und will sich aus mir heraus ausbreiten. Es hat versucht, mich zu täuschen, aber es ist... Her mit dem Messer! Ja, danke. Und jetzt hör auf, solchen Unsinn zu reden. Mimo hat uns alles berichtet und... Mimo, er ist... Ah! Was hast du, Vater? Lass mich. Du verstehst gar nichts. Es ist das Böse. Es ist in mir. Ich verstehe nur, dass du früher bei so einem Schwachsinn auf der Stelle aus dem Kino gegangen wärst. Gib mir das Messer! Ja. Nein! Gib mir das... Gib das Messer! Nein! Ich habe es. Wenn du dich jetzt umbringst, Vater, rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Es lügt, Jan. Mein Kopf platzt. Es sagt, dass es unser Freund sein will. Das will es. Das wollen sie ja auch. Was ist das? Das kenne ich. Mein Klingelton. Tanja ruft an. Oh ja, Tanja. Darauf haben wir getanzt, als... Ist ja toll. Ja, Tanja? Jan, was macht dein Vater? Dem geht's super. Tanzt gerade mit dir. Darf ich später lachen, Jan? Tanja, er wird fast verrückt vor Schmerzen. Hör jetzt zu. Professor Futura hat eine Lösung gefunden. Oh. Das ist ja grausam.
grausam. Oh. Bring ihn zum Schweigen, Jan. Sonst... Hey, Professor Futura, Jan, hören Sie mich? Ja, ja, natürlich, Professor. Tanja sagte gerade... Ich habe eine Vorrichtung entwickelt, Jan, mit dem ein spezielles biologisches Gewebe so stimuliert werden kann, dass es elektrische Impulse von sich gibt, die denen unseres menschlichen Gehirns gleichen. Sie haben ein denkendes Gewebe erschaffen, Professor? Also etwas, das lebt und denkt? Aber nein, Jan. Es lebt auf gewisse Weise, aber so wie auch Hefe lebt. Seine Zellen tauschen sich ohne jeden Inhalt aus, aber es werden die Impulse produziert, die Wurmwesen zum Leben benötigen. Das müssen Sie Ihnen klar machen, Jan. Sie glauben doch nicht, dass ich mir jetzt auch diese Dinger ins Ohr kriechen lasse, Professor. Dann müssen Sie es Ihrem Vater klar machen, Jan. Aber schnell, sonst ist es bald zu spät. Beeilung. Ich versuch's, Professor. Jan? Tanja? Du schaffst es, Jan. Und dann tanze ich mit dir. Was immer du willst. Oh. Ich muss zu Vater. Es geht wieder los. Oh, sie sprengen mir den Kopf. Sag ihnen, dass alles gut wird, Vater. Professor Futura hat eine Lösung gefunden. Oh, nein. Wie kann man nur so stur sein? Sie wollen uns... Na, komm her, alter Mann. Schrei mir was ins Ohr. Wie kannst du... Vergiss es, Junior, ich... So. Schrei mir noch mal was ins Ohr. Schrei so fest, wie du kannst. Jan Tenner kann gar nicht anders, als seinem Sohn seinen ganzen Schmerz ins Ohr zu schreien. Und damit ein Dutzend winziger Würmer der bereits dritten Generation. Sie kriechen sofort zu seinem Gehirn und Jan Junior bekommt einen Geschmack von der Hölle, durch die sein Vater gegangen sein muss. Zu seiner großen Erleichterung kommt es erst gar nicht zum insgeheim befürchteten Kampf gegen den Wahnsinn, sondern die Wurmintelligenzen reagieren mit einer Mischung aus verhaltener Freude, Erleichterung und verzweifelter Hoffnung auf das, was er ihnen zu sagen hat. Kurz darauf landet Tanja mit dem Hubschrauber des Instituts und zwei Sanitätern bei der Hütte und in Rekordzeit treffen sie wieder beim Institut ein, wo Professor Futura schon alles vorbereitet hat, um seinen alles entscheidenden Versuch zu wagen. Denn mittlerweile ist über die Hälfte der Bevölkerung Westlands von den Würmern befallen und bald wird es keinen einzigen geistig freien Menschen mehr geben. Der Professor, seine Assistentin Tanja, Lara, Laura, die beiden Jans und General Grimes stehen in einem großen Raum des neuen Forschungsinstituts und starren gebannt auf den riesigen gläsernen Tank, in welchem in einer trüben Flüssigkeit eine Art vollgesogener, wie ein Herz pulsierender Schwamm schwimmt. Danke nochmals, Professor, dass Sie mich zu Ihrem Experiment hinzugebeten haben. Aber nur um es noch einmal zu verstehen, diese Gewebemasse dort im Tank, haben Sie gezüchtet, um... Um den Wurmintelligenzen eine Möglichkeit zu geben, uns zu verlassen und dennoch weiterzuleben. Aber dann müssten Sie doch aus den Befallenen heraus und hin zu dem Tank kriechen, Professor. Woher wissen das die Würmer überhaupt? Sie sind eine Kollektivintelligenz, General. Durch einen Zufall entstanden. Ein Verbrechen. Dieser Schacht hätte die größten Ungeheuer erschaffen können, die die Welt wirklich an den Rand des Abgrunds gebracht hätten. Aber das hat er doch. Über die Hälfte der Bevölkerung ist schon von den mutierten Würmern befallen. Die noch verschonten Menschen werden unruhig. Sie geraten in Panik und feiern Forbett schon als ihren Helden. In Westland City ist es schon zu Plünderungen gekommen und es wird demonstriert. Wenn sich hier nicht bald etwas tut, ist alles vorbei. Wir können auch nur die Daumen drücken. Aber diese Wesen sind nicht böse. Und auch nicht hässlich, weil sie nur wie Würmer aussehen. Durch die Mikrowellenbestrahlung ist eine neue Spezies entstanden, die ihre Zeit brauchte, um sich selbst zu begreifen. Also waren die Toten bedauernswerte Unfälle, Professor? Ich denke, ja. Die neuen Wesen fanden sich quasi plötzlich im Leben und gehorchten dem ersten Impuls, nämlich Nahrung zu finden, um zu wachsen und sich zu vermehren. Aber sie haben die Gehirne der ersten Menschen, die sie erreichen konnten, gefressen.
Das wollen Sie damit entschuldigen? Es war nur die erste rein instinktgesteuerte Generation, meine Herrschaften. Hm. Und da die Würmer alle miteinander in empathischem Kontakt standen... In was bitte, Professor? In gedanklicher und gefühlsmäßiger Verbindung, General. Was der eine weiß, wissen auch alle anderen. Und als der Erste auf rein intuitiver Basis noch begriff, dass ihnen ein toter Wirt nichts nützt, vollzogen sie eine neue Mutation. Sie krochen jedem erreichbaren Menschen zwar auch weiterhin ins Ohr und stürzten ihn in den Wahnsinn, aber sie gaben Acht, dass er nicht starb. Sondern nur qualvoll den Verstand verlor. Das wurde ihnen mit zunehmender Gemeinschaftsintelligenz klar, Tanja. Noch einmal, diese Würmer haben sich weder selbst geschaffen, noch sind sie eine Waffe irgendeines Verrückten von der Erde oder aus dem Weltraum. Sie waren da, plötzlich einfach da und entwickelten ein Bewusstsein. Wobei dieser Prozess noch nicht ganz abgeschlossen sein muss. Sie spürten aber auch einen ungeheuren Vermehrungsdruck, der ihnen auch nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Doch es gelang ihnen, ihr Wachstum unter Kontrolle zu bringen, sodass sie die Gehirne der Menschen nicht durch ihre Zahl und Größe zerquetschen mussten. Das alles muss General Forbett wahnsinnig gemacht haben. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, General Grimes. Ich an seiner Stelle hätte vermutlich genauso gehandelt. Na na, Professor. Ungefähr in diesem Stadium ereignete sich etwas, das der Situation eine neue Wende gab. Mhm. Und die Katastrophe zumindest hinausschob. Mit Maurice Dupont hatten die Mutationen einen Menschen befallen. Ja, ja, ja. Und ganz zu Anfang, als Zweiten überhaupt. Wie cool. Jan Tenner. Einen Menschen befallen, dem es möglich war, sie zu verstehen. Also das, was man als ihre Sprache bezeichnen könnte. Ha. Es sind elektrische Impulse. Und von genau solchen Impulsen leben sie. Aha. Sie müssen nicht fressen, so wie wir unser Schnitzel oder unser Gemüse, sondern sie tanken sich voll mit den elektrischen Impulsen, die bei jeder Aktivität unseres Gehirns entstehen. Ja. Und das dort in dem Tank ist so etwas wie eine Art Batterie. Wenn der erste der Würmer es geschafft hat, sich aus einem unserer Köpfe dorthin zu transferieren, und wenn er es überlebt, sind wir gerettet. Hm. Es wird sofort ein Signal an alle Milliarden seiner Artgenossen ausstrahlen und sie werden aus den Köpfen ihrer Wirte in den Tank wechseln. Und die Menschen sind wieder frei und hoffentlich ohne bleibende Schäden. Da. Vater quält sich doch, Professor. Jan, können Sie mich hören? Was ist inzwischen mit Ihnen, Junior? Haben die Würmer in Ihrem Kopf... Ich habe sie nur am Anfang ganz leicht gespürt. Entweder bin ich immun oder sie mögen meine elektrischen Gehirnströme nicht. Es hat im Tank geblitzt. Ganz leicht. Aber ich habe es genau gesehen. Oh, Jan. Ich kann es einfach nicht mit ansehen. Mein Jan hier in diesem Rollstuhl. Ganz apathisch. Aber in ihm geht etwas vor. Ja, ich sehe es auch. Als würde er langsam zu sich kommen. Jan Tenner. Er ist zusammengezuckt. Er hat dich gehört, Tanja. Jetzt habe ich es auch gesehen. Es hat geblitzt auf der Oberfläche des Plasmaklumpens. Tatsächlich. Und da, schon wieder. Und noch einmal. Jetzt ganz schnell hintereinander. Es ist Jan. Und das Gewebe im Tank. Es gibt einen Austausch. Ich spüre es. Aber diese ganzen Blitze. Jetzt ist es schon das reinste Gewitter. Das kann doch nicht nur ihr Vater sein. Tanja? Laura? Professor? Willkommen zurück, Vater. Ja, ich bin auch hier. Wie fühlen Sie sich, Jan? Was ist mit Ihrem Kopf? Sind Sie... Frei, Professor. Da ist nichts mehr. Die Evanas haben sich aufgelöst und als reine Energie in das Plasma transferiert. Oh, Jan, ich hatte solche Angst. Aber es geht weiter, es hört gar nicht mehr auf zu blitzen. Dann nehmen die... Wie haben Sie sie gerade genannt, Jan? Evanas. Diesen Namen haben Sie sich selbst gegeben. Es blitzt und flackert wie früher in unseren alten Diskos. Vater, ich freue mich, dich wieder gesund zu sehen. Wir alle freuen uns. Ich danke euch. Danke euch von ganzem Herzen. Ohne euch, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Wir sind Freunde und wir sind ein gutes Team. Ja, wahrhaftig. Gute Teamarbeit. Die Wurmintelligenzen nehmen die Zuflucht an, die ich ihnen geschaffen habe und wo es elektrische Impulse für Milliarden von ihnen gibt. Aber damit kommen wir nicht aus.
Ich muss sofort weiteres Plasma züchten. Aber beeilen Sie sich, Professor. Wir bekommen Meldungen aus allen Teilen Westlands herein. Die Wurmintelligenzen geben ihre Opfer frei und strömen hierher, wo wir sie unter Kontrolle haben. Und mehr, Lara. Viel mehr. Sie wollen wieder gut machen, was sie uns angetan haben. Sie wollen unsere Freunde sein. In aller Eile und mit einem Heer von freiwilligen Helfern baut Professor Futura in allen noch leerstehenden Räumen des neuen Instituts die Lebenstanks, in die sich sofort nach Vollendung die Wurmintelligenzen transferieren, bis alle Menschen, bis auf die tragischen Opfer der ersten Welle, von ihnen befreit sind. An alle Tanks wurde eine Vorrichtung installiert, die es den Menschen erlaubt, auf sprachlichem Weg mit den Evanas zu kommunizieren, die das Unglück bedauern, das sie, ohne es zu wollen, über die Menschen gebracht haben. Sie bieten dafür ihre Hilfe bei allen künftigen Problemen an. Somit konnte eine weitere ungeheuerliche Bedrohung von Westland abgewendet werden. Es gibt allerdings noch einigen Klärungsbedarf in eigener Sache. Jan Tanner, inzwischen wieder völlig erholt, ruft gemeinsam mit Laura die Mitglieder des Ordens des Futura zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Ich freue mich, dass wir uns nach allem, was hinter uns liegt, hier wieder gesund und manche sogar munter wiedersehen. Leider wieder einmal mit Ausnahme unserer außerirdischen Freunde, die im Weltraum unterwegs sind. Ja. Der Grund ist allerdings nicht zum Lachen. Ich möchte mit einer eher persönlichen Sache beginnen. Mimo? Ich bin hier, Jan. Beim Transferexperiment mit dem Tank hielt ich es für besser, ihn, wie auch General Forbett, nicht zugegen zu haben, Jan, um sie nicht wieder aus der Fassung zu bringen. Danke, Professor. Wie fühlst du dich, Mimo? Ich schäme mich, Jan. Und ich bitte dich und alle anderen um Verzeihung für meine zeitweilige Desorientierung. Und du bildest dir auch nicht mehr ein, dass wir dich und deine neuen Möglichkeiten nicht genügend zu schätzen wussten? Kilit! Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es noch nicht so ganz. Dann will ich es dir sagen, Mimo. Ich wäre gestern in der Hütte am liebsten mit einem Vorschlaghammer auf dich losgegangen. Aber ohne dich hätten wir niemals verstanden, was die Wurmintelligenzen wirklich wollten und dass sie nicht unsere Feinde sind. Der Professor hat dich nicht nur mit einem mobilen, flinken Körper ausgestattet. Und einem so schönen Körper. Sondern auch mit anderen, unter anderem empathischen Fähigkeiten, mit denen du uns noch viel Freude bereiten wirst. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Dann freu dich einfach. Und wir können uns unserem zweiten Problemkind zuwenden. Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass Sie mich damit meinen, Laura. Sehen Sie hier sonst noch einen militaristischen Betonkopf, der in seinem Amoklauf und wenn ihn Jan Junior und Tanja nicht gehindert hätten, von seinen Panzern das neue Institut hätte in Trümmer schießen lassen? Ich darf das ja bitten, Laura. Haben Sie Ihren Spielzeugen den Feuerbefehl erteilt oder nicht, General? Sie waren wohl zu lange eingefroren, Tanja. Was Sie als Spielzeug bezeichnen, sind die neuesten Prototypen des hochmodernen Panzkampfes. Kampfpanzers. Leopard 5. Haben Sie oder haben Sie nicht, General? Natürlich habe ich. Und unter denselben Umständen würde ich dasselbe auch sofort wieder tun. Es ging um die Zukunft der gesamten Menschheit. Jedenfalls der Menschen von Westland. Was Ostland betrifft. Um es abzukürzen, meine Herrschaften. Ich an der Stelle des Generals hätte, wie bereits bemerkt, wohl nicht anders gehandelt. Ausgehend von seinem Wissensstand hat er sich nur so verhalten, wie es sein Diensteid von ihm verlangte. Das sagen ausgerechnet Sie, Professor? Ja, General. Und es wird höchste Zeit, dass wir uns über Ihre und die Kompetenzen von General Grimes unterhalten.
Es kann nur einer den Oberbefehl über die Armee haben. Mit Verlaub, Professor Futura. Ich trete freiwillig von diesem Amt zurück, das sowieso nur von General Forbett, nun, geborgt war. Ich bin platt, General Grimes. Sie sind ein echter Kamerad. Aber Sie halten sich bitte für das nächste Mal bereit, General Grimes, wenn unser großer Beschützer die Nerven verliert. Also das ist... Da dreht sich mir doch glatt der Magen um. Oh, General, das ist kein Problem. Da hilft im Fall des Falles ganz zuverlässig eine Wurmkur. Nur durch größtmögliches persönliches Risiko konnte die Auslöschung der Bevölkerung Westlands durch eine von ihr selbst geschaffene neue Lebensform in letzter Minute verhindert werden. Doch ein neuer Feind taucht aus dem Schatten auf: Dr. Benjamin Brain, das Hirn des Bösen.